Ausschattungsarbeiten auf dem Parkplatz vom Edeka-Markt in Siegen-Eiserfeld an der Eiserfelder Straße wurde am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr ein Bauarbeiter schwer verletzt. Ein weiterer Arbeiter musste mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Arbeitsunfall ereignete sich bei Kanalbauarbeiten. Ein nach ersten Angaben 48-jähriger Mann wurde von einer Eisenplatte eingeklemmt. Diese diente eigentlich zum Schutz von bereits verlegten Rohren. Der Arbeiter war eingeklemmt und war dann von Mitarbeitern seiner Firma mit diesem Bagger, der auch vor Ort war, befreit worden. Die haben eine Kette angeschlagen an dieser Platte und haben die Platte angehoben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten nach ihrem Eintreffen am Einsatzort die Platte sichern und den Bauarbeiter aus der Braugrube retten. Beim Eintreffen war die Betonplatte schon von Mitarbeitern mittels einem vor Ort gewesenen Bagger angehoben worden, sodass die Person mehr oder weniger frei war. Die Feuerwehr hat nur noch die Platte gesichert, mit Hölzern unterbaut, dass da keine weitere Gefahr von ausging. Die Feuerwehr war mit rund 15 Einsatzkräften am Unfallort. Zwei Notärzte waren zur Versorgung der beiden Patienten eingesetzt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 25 war im Einsatz. Die Baugrube war ca. 5-6 Meter tief. Die Rettung wurde mittels Spalten gebohrt. Das ist so ein Brett, wo der Patient schon drauf transportiert werden kann, durchgeführt. Zur genauen Klärung der Umstände, die zu diesem Unfall führten, wurde auch die Berufsgenossenschaft und das Amt für Arbeitsschutz zum Einsatzort gerufen. Diese haben ihre Ermittlungen aufgenommen.